Hallihallo, liebe Rehbahn-Freundin. Hallihallo, liebe Rehbahn-Freunde. Ein recht liebes und herzliches Willkommen in meiner Violas Babystube. Wieder mit einem Tag Verspätung. Versprochen hatte ich einen Tag früher. Aber so ist es halt. Es dauert alles immer länger. Und wenn ich jetzt sage, erst übermorgen, dann wird es überübermorgen. Also, dann leben wir mal mit diesem Tag Verspätung. Ihr habt schon länger warten müssen, denke ich mal. Und so kann ich euch diesen kleinen Muckelmann hier vorstellen. Ja, das ist der Keile von Olga aus dem Bausatz Olga Auer. Ich spreche den Namen sicherlich ganz völlig falsch aus, aber er kriegt ja zu Hause meist seinen eigenen Namen oder die Mäuslein kriegen ihren eigenen Namen. Und dann ist das gar nicht ganz so schlimm, ne? Ihr seht, dass er ein Painting hat. Ich painte jetzt fast nur noch. Oder beinahe, ja, drei Haare, die irgendwo mal fehlen, die mache ich dann schon mal. Aber ansonsten gefällt mir selber das Painting immer recht gut. Und warum soll man nicht dazu stehen, ne? Ja, so, dann wollen wir weiter zeigen hier. Dann wollen wir mal den Körper zeigen. Ja, er hat auch so einen Körper, wo keine Scheibengelenke dran sind. So, und die finde ich immer recht, recht toll. Ich weiß jetzt nicht, ich überlege gerade, ob es der Originalkörper ist, der dabei war. Ich glaube nicht. Ich glaube, den habe ich mit dazugefügt, sozusagen. Ja, so, dann wollen wir mal ein bisschen dichter rangehen, an die Füßchen vielleicht noch und Nägelchen. Das zeige ich ja alles immer hier an dieser Stelle. Einmal Füßchen von unten. Joa, dann die Nägelchen. Na, so, ja, dass die schön. Hier zeige ich auch nochmal auf die Nägelchen. Damit man sieht, wie schön zart und das nicht so sehr übergemalt und alles sowas, ne? Ja, gut, das war jetzt erstmal Schritt 1 hier der Tagesordnung oder Punkt 1 der Tagesordnung. Den Rest zeige ich euch dann auf dem Wickelplatz. Den Nuki hat er weggespuckt. Der hat so schön, guck, schaut mal, wie schön der den Daumen halten kann. Ja, der braucht gar keinen Nuki. So, denn draußen ist es dolle kalt, jetzt hat mal mein Babymäuschen zudecken eine richtige Berechtigung. Jetzt decke ich ihn schön zu, gehe noch ein Schrittchen mal zurück, dass er schön zu sehen ist in seinem Bettchen hier mit Finger im Mündchen. Jo. So, na, so, und jetzt mache ich einmal Knips und dann treffen wir uns auf dem Wickelplatz wieder, machen ihn schick für die Heimreise. Und wie ich schon gesagt habe und wie es drüber steht, der kleine Muckelmann, der sucht noch im Moment. Naja, wollen wir mal schauen, wie lange. Ja, also einmal Knips. So, meine Lieben, habe ich doch gesagt, einmal Knipsi. Ihr habt es gar nicht gemerkt. Ich habe schon wieder eine ganze Stunde hier fast rumgeräumt. Na, nicht ganz eine Stunde, aber. Aber naja, gut, jetzt geht's ja weiter, das Video, ohne großen Füllefanzi. Und jetzt ziehen wir den Kleinen an. Und wie ich schon gesagt habe, dieser kleine Muckelmann, der sucht noch eine Mami. Ich freue mich auch immer, wenn ich mal einen habe, der eine Mami sucht, damit auch jemand eine Chance hat, der nicht so ewig auf eine Bestellung warten muss und so weiter, ne? Ja, deswegen mache ich ja auch immer zwischendurch, wenn ich es einrichten kann, mal einen kleinen Zwergi so. Den färbe ich dann mit und irgendwann ist der auch fertig und deshalb sucht er noch ein liebevolles Zuhause. Das wird er wohl finden. Das sind auch immer so Bausätze, die mir selber dann gut gefallen. Die kaufe ich dann ein und mache sie einfach fertig. So, ja. Nun wollen wir ihn mal schön auspacken, ein bisschen zeigen, das Painting nochmal zeigen. Ja, er hat es mit seinem. Schaut mal, er hat immer das Händchen hier vorm Gesicht. Ja. Dem kann man auch. Schaut mal, Finger hält auch irgendwie. Gut. Also das finde ich ja immer ganz niedlich, wenn die Fingerchen so vors Gesicht nehmen. Und das finde ich selber immer ganz, ganz zuckersüß. Gut. Naja, und wie gesagt, der Bausatz selber hat es mir auch ein wenig angetan. Da ich aber nicht so viel Platz habe und auch nicht wirklich eine Sammlerin bin. Ich habe zwar das eine oder andere Mäuschen, aber eher weniger. So, deshalb darf er weiterziehen und wenn er jemanden findet, dann freut es mich. Jawohl. So, jetzt zeige ich euch erstmal das Painting. Wo fangen wir an? Oben, ne? Ja, er muss nuckeln. Schaut euch das mal an. So. Also, oben fangen wir an. Ich drehe ihn mal ein bisschen, dann seht ihr die Seiten. Hier hat er sowas wie ein kleines Scheitelchen, ein paar Härchen hängen ins Gesichtchen.
So, hier hinten gibt es einen kleinen Schwung um die Ecke, einen Schwung nach dort. Das Painting ist auch schön versiegelt, dass man auch mit einem feuchten Läppchen mal drüber gehen kann. Obwohl diese Mäuse ja nicht so sehr das mit der Feuchtigkeit haben. Die brauchen das nicht wirklich. Aber mal so ein kleines Läppchen und mal rüberwischen, das geht alles. So, hier zeige ich gleich nochmal. Sehe ich gerade selber, hier leuchtet so eine Ader so ein bisschen durch. Die zieht sich hier oben weiter. Das schimmert so ein bisschen durch. So, das ist auch Absicht und das ist auch so gedacht. Wenn man hier hinguckt oder hinsieht, dann sieht man auch noch ein Aderchen schimmern. So hat er hier überall hier am Beinchen versteckt, so die Adern, die bei kleinen Mäusen eben vorgucken und vorschimmern durch die zarte, dünne Haut. So, hier ist mein Logo aufgetackert, aufgenäht, aufgebügelt. Ja, so. Das war es jetzt dazu. Er wiegt. Ist ja schön zu sehen. Ich muss aber ein bisschen gucken. Irgendwie klappt das mit meinen Einstellungen eher recht eher schlecht als recht. Naja, Hauptsache, ihr kriegt die Mäuslein schön zu sehen, denke ich mal. Klappt, ne? Füßchen sind auch drauf. Gut, ja, dann müssen wir die Füßchen so machen, dann sind sie drauf. Oder ich muss noch ein bisschen höher gehen. Na mal sehen. Er kullert hier auch. Klein Mischer Kugelrund. Also er wiegt 2440 Gramm. Ist ein properes Gewicht, ist so wirklich so ein kleines Kerlchen, wie so ein neugeborenes Babylein. Ja, was gibt's noch? Messen wollen wir ihn noch, denn wenn wir das mal machen. Ja, mal ein bisschen in die Länge strecken hier jetzt. Erst Beinchen hoch und dann die Beinchen in die Länge. So. Dann wollen wir mal gucken, ja, an der Haxe bei 50 cm hört es auf. Ist auch wirklich das, was er bringen soll. Was er laut Herstellerangaben bringen soll. Ja, so. Na, dann geht's jetzt los. Jetzt schick machen, ne? Womit fangen wir an? Na, wie immer mit unserem tollen Windelchen. Ja, ich werde ihm mal den Nuki zwischendurch geben, aber er liebt, glaube ich, das Fingerchen, das Händchen sehr. Ja, ich liebe es auch sehr, muss ich auch sagen. So, ja, ich habe gleich die zwei geholt, weil ich mir gedacht habe, so ein ganz schlanker, dünner, kleiner ist er nicht. Und das schöne Windelpaket, das liebe ich ja selber sehr und ich denke mal andere auch. Ja. So, also fangen wir mit der Windel an. Ja, versprochen hatte ich ja einen Tag früher, aber ich hatte, wenn ein Babylein dann fertig ist und abreißt, dann habe ich mit Packen zu tun, mit Reborn-Urkunde erstellen und dann ist der Tag schon ausgefüllt, dann schaffe ich nicht mehr viel. Ja, ich sollte es wahrscheinlich keine festen Termine nennen, aber ab und zu muss ich mir auch mal selber ein bisschen Druck machen. Gut, ja. Dann wenn die nächste Windel, jawohl, dann wollen wir mal, ich schiebe ihn hier immer von rechts nach links. Ich habe mir vielleicht auch das bisschen schlecht eingestellt für mich selber. Ich sehe nicht selber gut hier auf dem, jetzt sehe ich besser. Na, geht doch. So, dann werden wir mal die nächste, das ist jetzt die Größe 3. Hier steht auch noch vorne dran, na wie toll. Dann werde ich das ja auch hinkriegen, ne? Ja, aber selbst das habe ich schon geschafft. Und ist verdreht, ne? Ja, gut. Dann ist es jetzt die 3. Und hinten ist hinten und vorne ist vorne. Na, welch großes Ereignis. Ja, warum zwei Windeln? Das sage ich ja jedes Mal. Wenn ich jetzt noch ein Wattepad und das Duftöl finde, dann kann ich das gleich erklären, warum zwei Windeln. Und zwar aus dem Grunde, dann hat das Babymäuschen ein schönes Windelpaket im Strampi. Und es duftet ganz wunderbar. Dieser Babyduft ist ganz, ganz wunderschön. Der macht fast ein bisschen süchtig, aber es ist alles Geschmackssache. Der duftet jedenfalls ganz klasse, wenn man an dem Babylein riecht. Dann riecht es ganz zart, so nach Babymäuschen, so wie man so eine vage Erinnerung aus früheren Zeiten vielleicht hat. Ja. So, aber wer es dann eben nicht mag, der lässt es sein, der schmeißt das alles weg oder nimmt einen eigenen Duft. Es ist alles erlaubt. Ja, ne, was mache ich hier? Zu hoch geschoben da hinten. Dann muss man nach vorne ziehen. Na, es klappt nicht mal mit der Winde. Wie soll es denn weitergehen hier mit uns? Ja, so. Dann
einen weiteren Klebi und dann haben wir es. Ja, ich sehe gerade, ihm muss man auch ein bisschen den Kopf stützen. Er lässt ihn so ein bisschen nach hinten fallen. Ja, ein bisschen gestützt muss der Kopf werden. Ja, aber ist alles, glaube ich, er lässt sich gut handeln. Also wunderbar, mir gefällt er ganz, ganz klasse. Und wie schon gesagt, ich fand ihn selber auch sehr niedlich, deshalb habe ich den Bausatz gekauft. So, und ich rede jetzt wieder drumherum um mein Lieblingskleidungsstück. Damit ich ja nicht zu schnell mich damit befassen muss, halte ich lieber noch eine Rede. Ja, so, hier habe ich ein Body, diesmal mit langen Armen. Ich mache mal hier, ach, das ist ja toll, mit einer kleinen Nadel befestigt. Und wenn ich die jetzt noch abkriege, dann kann ich das mit ins Päckchen legen oder wie auch immer. Das ist ja gut gelöst. Ich brauche es nicht abschneiden. So, ich fange jetzt mit dem Body von unten an. Der sieht sehr schlank aus, der Body. Da wollen wir hoffen, dass er auch passt. Welche Größe hat er? Er hat die Größe 50-56. Naja, wollen wir gucken, ob er denn passen wird. So, und wenn nicht, haben wir Pech. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Ich sage ja immer, was nicht passt, wird passend gemacht, aber grundsätzlich, wenn es zu klein ist, dann müssen wir die Schere ansetzen. Jo, dann machen wir einen klugen Schnitt irgendwo hin und dann ist auch gut, ne? Ja, ich erzähle hier einen Kram und der kleine Muckelmann, der schläft. Der lässt sich gar nicht aus der Ruhe bringen. Viola quatscht hier Unsinn. Nach allen Regeln der Kunst. Und klein Kylie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ja, ob der Name richtig ausgesprochen ist, ich weiß es immer noch nicht. Ja, der ist sehr schlank, der Body. Lang und schlank. Ja, ich dachte jetzt, was an Länge zu viel ist, geht in die Breite. Aber das ist auch Ansichtssache hier, wie es scheint. Na gut. Ja, er ist ja schon fast schick angezogen, ne? Schön Body an und schon haben wir den Kleinen schick gemacht. Jo. Aber es geht weiter. Wir haben noch ein paar Sächelchen. Ein bisschen Zeit wollen wir hier noch. Bei mir klappt heute hier irgendwas gar nicht so richtig. Das ist auch nicht gut. Jetzt besser? So. Na, was haben wir denn noch Schönes? Ach, ich habe hier mal ein Set mit Höschen und Jäckchen. Also, oder Hemdchen oder was auch immer das ist. Und das kriegt man nicht richtig aufs Bild. Und wenn ich es aufs Bild bekommen habe, ist das Kind verschwunden. Das Mäuselchen verschwunden hier. Jo. Dann werden wir das mal aufpacken. Und dann fangen wir mit dem Höschen an. Das ist so ein Höschen. Da sind sogar kleine Krönchen drauf. Mensch, das ist ja ein kleiner Prinz hier. Ja. Na, da bin ich immer gespannt, ob ihn jemand zu sich nach... Das, solange er zu haben ist, schreibe ich das drunter. Wenn er nicht mehr zu haben ist, dann lösche ich das weg und schreibe hin, dass er denn eben eine Mami gefunden hat. Ne? So machen wir das. Und wer umsonst anfragt, der fragt eben umsonst. Er bekommt auch eine Antwort, also kein Problem. Fragt ruhig, ich sage euch dann auch, was er kosten wird. Und es ist kein Zwang, man muss ihn nicht kaufen. Wenn ihn keiner haben möchte, wird sich ein Onkel eBay schon um ihn kümmern, denke ich mal. Aber die Mäuslein, die sind immer so schnell in guten Händen, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Letztes Mal wollte Kasi ja adoptieren, aber auch das war nicht nötig. Ja. So, na, Höschen haben wir an. Dann habe ich hier gehört ein Pulloverchen dazu und ich denke mal, da haben wir einen richtigen kleinen Babymuckel aus ihm gemacht, ne? Wenn wir das angezogen haben. Tja, wieder über den Kopf ziehen. Gott sei Dank sind es gepaintete Haare. Da habe ich nicht so ein Problem mit, als wenn nicht sich ein Roting immer verwurstelt. Ja, so. Na. So, noch ein Arm, ja, er hat es mit seinen Armen, die hält er hier so schön in die Höhe. Das ist ja voll cool, ist das ja. Bist sowieso ein kleiner, cooler Junge, ne? Ja, so ein kleiner. Und hier hat er, auf. Das ist ja, Mensch, ein Krönchen aufgestrichen. Ja, wenn es nur noch ein C wäre, ne? Hier ist ein Baby, denke ich mal.
Baby und Krönchen oder Bubi, ich weiß es nicht. Naja, es, dann wäre es, wenn es ein C wie Keile wäre, aber naja, er wird ja vielleicht einen anderen Namen bekommen und da brauchen wir uns dann keine Sorgen machen, dass das der falsche Buchstabe ist. Baby, Baby. Ja, gut. Ich drehe ihn nochmal auf den Bauch, aufs Bäuchlein. Dann könnt ihr auch gleich sehen, wie niedlich die immer auf dem, auch so, wenn sie so mal ins Bettchen gepackt werden. Von Weitem gar nicht zu unterscheiden von den richtigen Hosenschiedern. Unsere kleine 3D-Modelle, wie ich immer, Models, 3D-Models, Modelle, 3D-Fotos, sag ich immer. Ja, so, da haben wir jetzt das Jäckchen an, denn die Nucki noch dazu, der hält auch gut. Also da auch kein Problem. Mit Sternchen drauf. Hier sind Krönchen, da ist ein Krönchen, da sind Sternchen. Naja, und da findet sich sicherlich auch noch ein anderer Nuckel, wenn er zu Hause ist. Gut, was fehlt noch? Was haben wir denn hier noch so Schönes in unserer Schatzkiste? Na, ach ja, natürlich. Ein Painting ist berechtigt, auch immer ein Mützchen mitzubekommen, sofern ich habe und sofern es geliefert wurde. Ja, sofern ich dann auch noch die Tüte aufkriege, wo das Mützchen drin versteckt ist. So. Na, klappt doch. Wenn man eine Schere hat, geht alles. Also, eine kleine Ödel-Dödel-Mütze. Hier war kein passendes Mützchen. Hier ist ein kleines Tönchen dunkler als das Hellblau dort. Aber damit müssen wir leben. Ja. Ja. So, na, zu klein ist sie bestimmt nicht. So, das mache ich dann, ja, das mache ich mal gleich ab, ne? Ja. Also ich würde fast sagen, diesmal ohne Mütze besser, aber das Mützchen geht natürlich mit. Ich habe leider kein anderes da im Moment, nur dieses. Das hatte ich auch direkt dazu gekauft. Ja, so, dann machen wir Nucki nochmal dazu. Und es fehlt immer noch was. Unsere kleinen Irene-Püschen. Die heißen, ach Gott, ich habe sie hier auch noch zusammengebunden, damit ich die nicht verwechsel. Das habe ich nämlich schon gemacht. Jetzt bin ich zu den schlauen Leuten gegangen und binde sie zusammen. Jawohl. So macht man das, ne? Damit man das nicht verwechselt. Ich habe nämlich schon zwei verschiedene Schuhchen nach Hause geschickt. Ist mir schon gelungen. Haben wir aber klären können. So, also die ganz süßen, zuckersüßen Irene-Püschen gibt es mit nach Hause. Die Irene ist so eine fleißige Strickdame. Ich weiß gar nicht, wie ich das macht. Gibt also jedes Püppi-Mäuschen hier mit und jedes Püppi-Leinchen kriegt ein passendes Paar Schuhchen. Und jetzt, ich habe extra diese etwas dunkleren rausgesucht, jetzt passt das auch wieder. Wie ich gesagt habe, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, so, dann ziehen wir den zweiten Schuh noch an, hier Püschenschuh. Es ist tatsächlich, bei uns ist es sehr windig und sehr kalt und da kann man, glaube ich, schön warme Püschen vertragen. So, jetzt nehme ich den Stöppel hier wieder ab, den Ödel-Dödel-Mütz, das Ödel-Dödel-Mützchen, ja, ich habe das hier, bei mir sind es Ödel-Dödels und wenn zwei dran sind, dann sind zwei Ödel-Dödel. Ja, man muss doch auch ein bisschen Spaß haben hier, Nucki nochmal geben. So, was fehlt noch, Du magst gerne Fingerchen in den Mund nehmen. Das habe ich schon begriffen. Das zeige ich auch nochmal, wie niedlich das ist. Hier biegt der Daumen richtig um. Ja, da schaut mal her. Den kann man wirklich fast tatsächlich so drapieren. Däumchen in den Mund und der Kleine ist zufrieden. Ja, so, den Nucki lege ich mal daneben und dann geht's weiter. Ganz zu Ende sind wir ja noch nicht. Aber ich schnatter und schnatter. Und denke immer, das Video nimmt kein Ende und es nimmt dann doch ein Ende. Ja, na, hier haben wir noch was in Hellblau versteckt. Das packen wir auch gleich noch aus. Und dann sind wir tatsächlich schon fast am Ende angelangt. Hier habe ich noch einen kleinen süßen Kuschelbär. Da stand irgendwie, man muss den schütteln, aber wahrscheinlich, damit sich das Fellchen so ein bisschen aufbuschelt hier. Damit es nicht auch so gepresst in der Tüte ist. Ja. Also ich denke mal, ein richtig schöner kleiner Babykuschelbär geht mit nach Hause.
Und schon wieder sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Na, Mütze noch mal aufsetzen zum Schluss. Einmal noch mit Kuschelbär und Schnuller. Wir machen es komplett Paket, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ist ja sicherlich ganz zarte Augenbrauen hat er, ganz zarte Wimperchen hat er. Ja, und eine kleine Nase im Gesicht. Ja, ohne geht nicht, ne? Ja, ich habe heute wohl wieder einen Kasper gegessen. Naja, man muss das Beste aus dieser Zeit machen, das sage ich ja immer wieder. Und lasst uns hier ruhig ein bisschen Spaß haben mit uns, unseren kleinen süßen Zwergen. Vielleicht gefällt jetzt jemandem der kleine Zwergi, dann schreibt mich an. Noch ist er zu haben. Und ich freue mich eigentlich immer, wenn ich mal so einen anbieten darf. Und naja, die meisten sind ja noch auf Bestellung. Ich will aber dahin kommen, dass es mehr freie Mäuse gibt, wo man dann gucken kann, ja, der gefällt mir, den nehme ich. Aber ganz da bin ich noch nicht. Gut, also ich verlängere jetzt schon wieder mit Schnatter, Schnatter das Video. Wir sind am Ende angelangt. Ich wünsche euch für die Zeit alles, alles Gute. Lasst euch nicht unterkriegen, macht's Beste draus. Und man hofft ja, dass auch nun irgendwann alles wieder ein bisschen freundlicher wird, dass man doch wieder mehr vor die Haustür kann. Es kann ja nicht so bleiben, ne? Ja. Also, macht's Beste draus, lasst es euch gut gehen, bleibt mir schön gesund. Tschüss, sagt eure Viola aus Violas Babystube und der kleine Kylie, der sich auf eine neue Mami freut, ne? Ja, da wird schon eine Mami sich finden, denke ich mal. So, dann macht es gut, ihr Lieben. Tschüss, bleibt mir gesund und lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ja, einmal noch streicheln. Und wie ich schon immer gesagt habe, jeder ist in seinem Leben der wichtigste Mensch und passt schön auf euch auf. Dann kann es auch den anderen gut gehen. Tschüss, endgültig.